Giesingen im Saarland, knapp 800 Seelen, sehr ruhig, wie viele andere Dörfer und Ortsteile in Deutschland. Doch es tut sich Revolutionäres. Kostenloses WLAN im ganzen Ort. Sehr wichtig für die Jugend, denn das normale Mobilfunknetz ist hier immer noch wie ein Schweizer Käse. Ja, hat man überhaupt gar kein Netz an manchen Stellen, kein Internet, also ist schon besser WLAN zu haben. Ich nutze das WLAN auch sehr für Fußballergebnisse nachzuschauen im Internet oder für Busse herauszusuchen. Ich hauptsächlich zum Nachrichtenschreiben. Im ganzen Ort werden Richtfunkantennen aufgebaut, unterstützt von der gemeinnützigen Freifunkinitiative. Sie nutzen einen vorhandenen Internetanschluss wie in dieser Pizzeria. Der Besitzer erlaubt den Freifunkern die kostenlose Mitbenutzung. Das Signal wird verstärkt und kann von jedem gratis genutzt werden. War anfangs verhalten, es waren nur einige Leute, die bereit waren, einen Teil ihres Internetanschlusses zur Verfügung zu stellen. Aber nachdem sich dann herumgesprochen hat, dass es eine positive Sache ist, hatten wir mehr Zuspruch. Aber die eigentliche richtige Welle, die fehlt eigentlich noch. Aktuell sind bundesweit rund 30.000 Gratis-Angebote installiert. Das ist zwar noch lange nicht flächendeckend, aber trotzdem ein Erfolg. Die Freifunker engagieren sich ehrenamtlich und kommen aus allen Altersgruppen und allen Schichten der Gesellschaft. Wir sind davon überzeugt, dass der Internetzugang oder Zugang zu Netzen ein Menschenrecht ist. Es ist eigentlich die Voraussetzung, um auch Grundrechte wahrzunehmen, wie freie Meinungsäußerung, Kommunikations- und Informationsfreiheit, aber auch das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Größtes Problem beim kostenlosen WLAN? Die sogenannte Störerhaftung. Wenn ein Gratisnutzer etwas illegal hoch- oder herunterlädt, musste bisher der Besitzer des Anschlusses haften. Die Bundesregierung will das ändern. Aber wir sind da nach wie vor skeptisch, denn das Ziel war ja die Abschaffung der Störerhaftung und das Beenden dieser Abmahnwellen. Und die Voraussetzung für eine Abmahnung ist der Unterlassungsanspruch. Und der ist momentan in der Gesetzesänderung allerdings nicht berücksichtigt. Wenn der nicht weggeht, dann wird sich nicht viel ändern. Auch bei Unternehmen werben die Freifunker für ihre Idee, wie hier bei einem Treffen von Mittelständlern in Saarbrücken. Aber die Angst vor Abmahnungen oder Sicherheitsproblemen ist immer noch groß. Auch in dieser Runde sind die Meinungen sehr differenziert. Grundsätzlich finde ich die Idee, freies Internet für alle, super. Klar, wenn ich jetzt natürlich davon ausgehe, dass ich Bilddaten und so weiter auf große und starke Internetverbindung angewiesen bin ich jetzt auch nicht sehr freigebig, wenn ich ganz ehrlich bin. Einfach wissend, dass die Leitungen, die man versprochen kriegt, oft nicht da sind. Ist das wirklich alles so sicher? Wird mein Router wirklich nur dazu benutzt, jemand anders da durchzuschleusen? Ich denke, es ist eine tolle Sache, wenn man wirklich ins Internet möchte. Man möchte eine Wartezeit überbrücken, was bei mir jetzt hier im Studio oft für die Kunden einfach sinnvoll ist. Beim freien WLAN hängt Deutschland erheblich zurück. In vielen anderen Ländern ist der Ausbau schon viel weiter. Dass die Bundesregierung die Störerhaftung gelockert hat, das liegt vor allem am Druck der EU und einer aktuellen Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes. Es gibt reichlich Nachholbedarf. Im Vereinigten Königreich, in Großbritannien, gibt es 15 Mal so viel freies WLAN wie in Deutschland. Und hier haben wir einen Rückstand und dieser Rückstand ist sehr bedeutend und er behindert uns auch am wirtschaftlichen Fortkommen. Im internationalen Vergleich sind wir bestenfalls Mittelmaß. Wir haben einen Marktanteil von Glasfasernetzen, der liegt bei unter 2%. Im europäischen Durchschnitt sind wir bei fast 20%. Also das zeigt, wir haben hier richtig Nachholbedarf, um nicht abgehängt zu werden. Was alles möglich ist, macht das kleine Estland vor. Der Baltenstaat hat sein Netz sehr früh massiv ausgebaut und viele Verwaltungsvorgänge so vereinfacht, dass auch Kinder und Senioren gut mitkommen. Behördengänge sind kaum noch nötig. Der Politikwissenschaftler Florian Hartlib hat hier seinen zweiten Wohnsitz und immer häufiger staunende Besucher aus Deutschland zu Gast. Digitalisierung ist hier im alltäglichen Leben angekommen. Das heißt, dass man, egal ob man in der Stadt ist oder auf dem Land, schnellen Zugriff hat zum Internet, dass man innerhalb von wenigen Minuten eine Firma anmelden kann, dass man seine Steuererklärung hier per Mausklick erledigt, dass man sogar online wählen kann. Hier von Estland aus betrachtet ist Deutschland doch eine ganze Generation zurück.
Dabei geht es noch nicht einmal um viel Geld. In Giesingen wurden bisher gerade mal knapp 1000 Euro investiert, die noch vom Dorffest übrig waren. Gut angelegtes Geld für die Zukunft, da sind sich alle einig. Wenn man die Jugendlichen im Dorf haben will, behalten will auch, muss man eben auch was bieten. Giesingen ist überall. Wenn man hier den Sprung ins 21. Jahrhundert schafft, sollte das eigentlich auch anderswo möglich sein.